Ja, so ist es, meine Damen und Herren. Eine beeindruckende Gedenkstunde zu den Dingen, die lange hinter uns liegen und unvergessen bleiben werden. Aber die Welt ist nicht viel friedlicher geworden. Der Ukraine-Konflikt wird hier gleich die Abgeordneten beschäftigen. Ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen zur Sekunde, meine Damen und Herren, ob wie ursprünglich geplant das Programm da drin um halb losgeht. Ich nehme mal an, dass die Umbaumaßnahmen etwas länger dauern und es bis viertel vorgeht. Und deswegen werden wir noch Zeit haben für ein Interview zu diesem Thema Ukraine. Der Kanzler aus Hamburg hat einmal gesagt, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen. Das war natürlich Helmut Schmidt und er hat gleichzeitig den NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt, auch gegen seine Partei, weil er auf Augenhöhe, auf Stärke verhandeln wollte. Dieses probiert im Moment auch die westliche Staatengemeinschaft unter Führung der Amerikaner, die NATO. Und gestern war ein entscheidender Tag, da haben nämlich die Amerikaner und da hat die NATO das Antwortschreiben übersendet an Wladimir Putin, der ja Forderungen gestellt hat in Richtung westlicher Gemeinschaft, zum Beispiel, dass die Ukraine nicht in die NATO eintreten darf, weitere Staaten dort nicht, die Osterweiterung dort nicht stattfinden darf und dass Waffen zurückgezogen werden sollen. Die Antwort der Amerikaner war, die meisten Bedingungen können wir so nicht akzeptieren. Über Abrüstung können wir jederzeit gerne verhandeln. Und was heißt das jetzt? Das will ich fragen, meine beiden heutigen Gäste, Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion und Jürgen Hart in der gleichen Funktion für die CDU-CSU. Herr Schmid, was heißt denn das nun, was die Amerikaner und die NATO da Herrn Putin geantwortet haben? Sind wir einem Krieg in der Ukraine jetzt näher oder hat die Diplomatie da noch mal die Oberhand gewonnen? Also mein Eindruck ist, dass in den letzten 10 Tagen die Diplomatie deutlich die Oberhand gewonnen hat. Es gab verschiedene Gesprächsformate, angefangen von bilateralen Treffen der Amerikaner und der Russen über den NATO-Russland-Rat, OSZE-Treffen bis hin zu Formaten, wo Europäer und Ukrainer und Russen direkt im Gespräch waren. Zuletzt das Treffen gestern im Normandie-Format Frankreich, Russland, Ukraine und Deutschland auf Ebene der Regierungsberater. Das zeigt an, die Diplomatie gewinnt an Stärke. Und wichtig für uns ist, dass in dem Antwortschreiben jetzt an Putin wir in der Sache klar sind, aber Dialogbereitschaft gezeigt haben. In der Sache klar heißt, es kann keine Einflusssphären geben innerhalb Europas. Es gibt keine abgestufte Souveränität europäischer Staaten. Russland muss akzeptieren, dass die Ukraine, aber auch die osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU und der NATO volle Souveränität haben. Und Russland kann deshalb nicht darauf setzen, dass wir die Ordnung von 1990 mit der Charta von Paris einfach über Bord werfen, sondern wenn, dann gibt es Gespräche über Abrüstung und Rüstungskontrolle und das ist für die europäische Sicherheit auch unbedingt erforderlich. Ja, Herr Hart, die Russen haben mittlerweile, so berichten Beobachter, 120.000 Truppen zusammengezogen an der ukrainischen Grenze. Herr Putin hat jetzt die Antwort auf seine Sicherheitsforderungen, die er gestellt hat, vielleicht im Wissen, dass die Antwort so lauten könnte. Wo stehen wir jetzt in diesem Konflikt? Hat Herr Putin jetzt schon was erreicht, weil die Amerikaner, die NATO sagt, lass uns reden über Abrüstung, was ja immer gut ist, oder ist er enttäuscht, dass eben die NATO sich weiter nach Osten ausdehnen kann, wenn das die Staaten dort wollen, weil die NATO dahinter steht? Zunächst einmal möchte ich feststellen, dass der Druck, den Putin mit seinen Streitkräften an der ukrainischen Grenze ausübt, ja eher den Wunsch der Menschen in der Ukraine, zum Westen und zur NATO zu gehören, verstärkt. Also wir wären ja gar nicht in dieser Situation. Russland wäre gar nicht in dieser Situation. Das gilt im Übrigen auch für Georgien und andere ehemalige Sowjetrepubliken, wenn Russland sich wesentlich freundlicher mit diesen Staaten auseinandersetzen würde. Insofern provoziert Putin im Grunde das, was er verhindern will, durch sein Verhalten. Und das ist etwas, was wir deutlich machen müssen und was auch er und sein Umfeld begreifen muss, dass er letztlich Russland entfernt von der übrigen Welt, ein Stück weit auch isoliert. Ich glaube, in den letzten Wochen ist auch deutlich geworden, dass dieser Militäraufmarsch keine Unterstützung in der Welt findet, auch kein Verständnis für die russische Position und umgekehrt, dass er damit letztlich alle argwöhnig macht, die ansonsten ja vielleicht eine Rolle zwischen Russland und der Europäischen Union und dem Westen einnehmen könnten. Also insofern glaube ich, da stimme ich Nils Schmidt voll und ganz zu, die letzten Tage haben schon das diplomatische Gewicht eher auf die Seite
der Ukraine und des Westens verlegt, eben aus diesen Gründen. Er hat keine Unterstützung in der Welt für seine Position. Allerdings hat er einen Truppenaufmarsch an der Grenze organisiert, der mittlerweile einen Großteil der gesamten russischen Streitkräfte umfasst. Wer möge dabei nicht argwöhnisch sein im Blick auf das, was geschieht? So kann man das natürlich sehen, Herr Schmid. Auf der anderen Seite, es ist ja so, dass tatsächlich Schweden und Finnland überlegen, ob sie NATO-Mitglieder lieber werden. Das ist ihnen alles zu unheimlich, was Putin da macht. Damit würde Putin ja das Gegenteil von dem erreichen, was er will. Aber Putin ist ja nicht dumm. Kann es sein, dass der russische Präsident dieses Ganze veranstaltet hat und jetzt einen Antwortbrief der NATO und der Amerikaner nutzt, um zu sagen, jetzt marschieren wir da ein in den Donbass, weil die anderen wollen es ja nicht anders? Also ich sehe jetzt nicht einen unmittelbaren Einmarsch bevorstehen, aber die Bedrohungslage bleibt ernst, so wie Kollege Hart es festgestellt hat. Die russischen Truppen sind immer noch da, sind hoch mobilisiert und damit ist zwar die Diplomatie jetzt wieder in der Vorhand, aber leider haben die Russen noch keinen Schritt zur Entspannung beigetragen. Und es wäre jetzt sehr wichtig, dass Russland diesen hohen Truppenaufzug zurücknimmt und dass wir im Donbass selber, in der Ostukraine, einen verlässlichen Waffenstillstand bekommen. Und das müssen jetzt auch die nächsten Schritte sein, dass wir im Normandie-Format so ganz praktische Deeskalationsschritte vornehmen, Waffenstillstand, Entflechtung von Truppen entlang der Kontaktlinie in der Ostukraine und vor allem dieser russische Truppenabzug. Die Motivation von Putin aus meiner Sicht ist klar. Er versucht, den Westen zu testen, die Geschlossenheit des Westens zu testen und er braucht außenpolitische Stärkedemonstrationen, um nach innen die Reihen zu schließen. Schließlich ist Russland im Inneren alles andere als besonders innovativ und wirtschaftsstark. Seit 20 Jahren sehen wir sowas wie stabile Stagnation. Die Abhängigkeit von Öl und Gas ist unverändert hoch. Die Innovationskraft der russischen Wirtschaft ist niedrig. Die Meinungsvielfalt, die Zivilgesellschaft wird unterdrückt. Was für Putin zählt, ist die Erhaltung der Macht und das will er mit außenpolitischer Stärke erreichen. Das Normandie-Format, das ist ja insofern positiv, als dass gestern wieder an Verhandlungstisch verhandelt wurde, wenn auch nur auf kleinerer Ebene mit außenpolitischen Beratern. Das war ja auch schon mal anders. Dort sitzen nämlich die Russen gemeinsam mit den Ukrainern und an einem Tisch und die Franzosen und die Deutschen moderieren das Ganze. Man hat sich jetzt gestern in Paris darauf verständigt. Es waren wohl sehr schwierige Gespräche, war zu hören. Man hat sich verständigt, man will sich in 14 Tagen in Berlin wieder treffen. Aber die Russen haben auch klar gemacht, es muss Bewegung dahin. Die Ukrainer müssen die eine oder andere Forderung, die sie gegenüber den Separatisten haben, verändern. Es geht da zum Beispiel um die Wahlen. Die müssen erst stattfinden, bevor die Ukrainer wieder dieses Gebiet zurückbekommen und an den Grenzen Kontrollen ausüben können. Das ist zumindest die Forderung der Russen. Und interessant ist, Herr Hart, dass die Russen sich dort gar nicht als Aggressor sehen, sondern als Vermittler für die Separatisten. Sie tun so, als wenn sie gar nicht Partei wären. Hat denn dieses Format überhaupt die Möglichkeit, mit winzigen Schritten den Frieden zu retten? Also ich finde auch an dem gestrigen Ergebnis gut, dass man gesagt hat, Minsk II, also das, was bereits vereinbart worden ist und was ja auch hier in Berlin vor einigen Jahren in einem Gipfel noch mal bekräftigt worden ist, dass das weiter die Grundlage ist. Und ich sehe auch keine Alternative zu dieser Vorgehensweise. Allein diese Schutzmachtrolle, die Putin sich anmaßt gegenüber Menschen in einem Gebiet, in einem anderen Land, das erinnert mich halt fatal an das 20. Jahrhundert, wo das ja ganz oft als Argument für kriegerisches Einmarschieren verwendet wurde. Nicht zuletzt hat Hitler seine Angriffskriege ja auch begründet mit diesem angeblichen Schutzbedürfnis von Deutschen in anderen Ländern. Das klingt total schrill in meinen Ohren. Und ich finde, wir sollten als Deutschland einen starken Beitrag dazu leisten, dass Putin klar ist, der Westen ist geschlossen in dieser Frage. Und wenn ich eine kleine Kritik anmerken darf an der schwierigen Situation, in der die Bundesregierung ist. Ich hätte mir gewünscht, dass der deutsche Bundeskanzler in den letzten Tagen unsere Partner in Mittelosteuropa, zum Beispiel NATO-Partner, aber auch EU-Staaten, Finnland, Schweden, die sich bedroht fühlen, Baltikum, dass er sie besucht, dass er mit den Regierungschefs dort spricht, dass er den Menschen das Gefühl gibt, ihr könnt euch auf Deutschland verlassen. Denn das ist so, man kann sich auf Deutschland verlassen, aber in der Art und Weise, wie die Bundesregierung das im Augenblick nach außen trägt, sehe ich ganz klar Verbesserungsbedarf. Ich würde da auch gerne unterstützen. Das ist ein gut gemeinter Ratschlag, wenn Sie so wollen. Jetzt keine parteipolitische Kritik. Aber es wird mehr von der Welt erwartet, von unserer Bundesregierung, was diese klaren Signale angeht.
Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ich wollte nur zurückkommen auf die Diplomatie. Herr Macron wird morgen mit Herrn Putin telefonieren. Macron war Anfang der Woche hier bei Olaf Scholz und man hat gesagt, also Putin, wenn du da einmarschierst, das wird mächtige Konsequenzen haben, auch wirtschaftlicher Art. Das klingt von außen immer so ein bisschen wie die Drohung mit, ja, mit was? Was passiert dann? Es wird einen hohen Preis geben für Russland im Falle einer militärischen Aggression. Und eins müssen wir einfach nur mal festhalten. Russland ist in dem Konflikt in der Ostukraine nicht Vermittler, sondern Partei. Russland steht auf der Seite der Aggressoren. Die Separatisten in der Ostukraine könnten ohne militärische und finanzielle und auch politische Unterstützung Moskaus gar nicht sich halten. Und deshalb kommt es jetzt auf die Vermittlungsbemühungen von Deutschland und Frankreich. Das sind die beiden Vermittler in dem Normandie-Format an. Und deshalb ist diese Abstimmung zwischen Macron und Scholz so existenziell auch für die Sicherheit der Ukraine. Die Sanktionen, die auf dem Tisch liegen, sind sehr breit. Und es ist gut, dass Putin sich nicht genau ausrechnen kann, wenn ich das tue, passiert jenes. Deshalb geht es um Sanktionen im Bereich der Energie, einschließlich des Stopps der Pipeline Nord Stream 2. Es geht um Banken und um den Finanzsektor, der sanktioniert werden kann, bis hin zum Ausschluss der russischen Wirtschaft von dem Zahlungssystem SWIFT. Es geht um weitere sektorale Sanktionen, zum Beispiel um Hightech-Güter. Und es geht auch um persönliche Sanktionen der Verantwortlichen in Moskau für den Fall einer Aggression. Damit ist klar, es wäre ein enormer strategischer Preis von Russland zu bezahlen. Und diese Abschreckungskulisse ist glaubwürdig und eröffnet uns dann die Spielräume für Diplomatie, die ja in den letzten Tagen zum Glück größer geworden sind. Von einem Sozialdemokraten so dahingesagt, Nord Stream 2 gehört jetzt auch zu dem Paket seit einigen Wochen, auch für die Sozialdemokratie sicherlich kein leichter Weg, aber für uns alle auch nicht, Herr Hart, weil diese wirtschaftlichen Sanktionen, das wird immer so gesagt, sind wir nicht doch abhängig zum Beispiel von den Gaslieferungen? Da gibt es ja schon Nord Stream 1 und wir kriegen 55% unseres Gases aus Russland. Können wir so einfach sagen, ihr werdet sanktioniert und dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch am Schluss? Sanktionspolitik ist, wenn man darauf verzichten will, militärisch einzugreifen, das einzige Mittel, mit dem wir Druck ausüben können. Und deswegen müssen wir im Zweifel zu diesen Sanktionen stehen, so wie wir das ja im Übrigen auch in anderen Fragen nicht gegenüber Russland, aber also auch gegenüber Russland, aber auch gegenüber anderen Ländern gemacht haben. Ich glaube aber, dass wir als Deutsche uns schon klar darüber sein müssen, wenn wir jetzt nicht klare Kante zeigen und wenn wir jetzt nicht klar bei unseren Prinzipien bleiben und eben uns als unerpressbar darstellen, dann würden wir früher oder später einen viel höheren Preis bezahlen müssen. Das ist das große Risiko, was ich damit verbinden würde, wenn wir jetzt meinen, es löst sich auf. Mein Wunsch ist natürlich, dass dieser Konflikt sich diplomatisch beilegen lässt und dann ist alles möglich mit Russland. Neue Abrüstungsverhandlungen, vielleicht auch eine verbindliche Zusage über Stationierung von NATO-Truppen und russischen Truppen im Grenzgebiet zwischen Russland und NATO. Langfristige Gaslieferverträge. Alles diese Dinge, Einbeziehung Russlands in eine Wirtschaftsordnung. Wir haben mal den Plan gehabt, eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok, also Europäische Union plus andere plus Russland. Das sind alles Träume und Möglichkeiten, die wir ja erfüllen können, wenn Russland das nur will. Das ist unser Angebot, was auf dem Tisch liegt. Und ist das untermauert, das Dialogangebot ganz besonders, dass wir also nicht nur im luftleeren Raum operieren, sondern dass es konkrete Vorschläge gibt, was man tun könnte, auch im Sinne des russischen Volkes. Herr Schmidt, ich habe gerade Helmut Schmidt am Anfang zitiert. In der Tat ist Verhandeln besser als Kämpfen. Dazu muss man auch sozusagen die Position haben, um zu verhandeln. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Wladimir Putin Angela Merkel, solange sie noch da war, als Verhandlungspartnerin sehr wohl anerkannt hat. In osteuropäischen Ländern ist es jetzt so, dass die neue deutsche Bundesregierung gewaltig unter Druck gerät mit ihrer doch sehr klaren Haltung zu Waffenlieferungen. Und gestern natürlich der Vorfall, die Ukraine hatte gebeten um 100.000 Helme und Schutzwesten und die Verteidigungsministerin hat 5.000 Helme zur Verfügung gestellt und gesagt, das sei ein ganz deutliches Zeichen. Wir stehen an eurer Seite. Haben Sie Verständnis dafür, dass nicht nur die Ukrainer, sondern auch viele osteuropäische Staaten das als Hohn empfinden? Ja, ich habe Verständnis für den Wunsch der Ukraine nach militärischer Sicherheit und auch nach Unterstützung in dieser Lage. Deshalb wird das zu Recht diskutiert. Bloß für uns kommen, gerade weil wir eine Vermittlerrolle in dem Normandie-Format zusammen mit Frankreich eingeräumt bekommen haben, kommen Waffenlieferungen nicht in Frage, weil das würde ja diese Vermittlungsbemühungen, die wir gerade in Gang gesetzt haben, untergraben. Dass wir
die Ukraine vielfältig wirtschaftlich und finanziell unterstützen und das auch noch bereit sind auszubauen, weil ja die Wirtschaftslage in der Ukraine auch leidet unter der jetzigen Situation und Bedrohung. Das ist völlig klar, das werden wir auch weiter tun. Und wir bitten unsere ukrainischen Freunde deshalb auch um Verständnis, dass wir bei der einen Frage vielleicht nicht ganz so viel leisten können, wie Sie es wünschen, aber in anderen Bereichen viel mehr tun als alle anderen. Denn wir wollen, dass die Ukraine als selbstständiges Land, europäisches Land, seinen eigenen Weg gehen kann. Und alles, was wir mit Russland besprechen, darf eben die Souveränität nicht nur der Ukraine, sondern auch unserer osteuropäischen Partner nicht in Frage stellen. Was besonders wichtig wäre, wäre, dass wir zu einer Verabredung in Europa über die Begrenzung der konventionellen Streitkräfte und Truppen kommen. Das würde die Bedrohungslage auch gerade zwischen Russland und den Nachbarstaaten deutlich reduzieren. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Verhandlungsgegenstand für die kommenden Gespräche. Keine Waffenlieferung in die Ukraine, das hat auch die alte Regierung immer vertreten, auch der Außenpolitiker Jürgen Hart. Vor zwei Tagen habe ich ein Interview gelesen, da haben Sie Ihre Meinung verändert. Ist es ja so, dass die Franzosen, die Briten Waffenlieferungen in Aussicht stellen, wenn es denn losgeht? Im Moment haben Sie das ja auch noch nicht getan. Die Deutschen sagen radikal, wir liefern keine Waffen. Sie haben jetzt Ihre Meinung verändert. Warum? Wir haben diese Position der damaligen Großen Koalition seit 2014 durchgetragen, weil wir immer der Meinung waren, die militärische Eskalationsdominanz, also dass die Möglichkeit, das militärisch zu eskalieren, liegt bei Russland. Und wir würden durch eine Aufrüstung der Ukraine im Zweifel da nur einen Anreiz leisten. Jetzt stellen wir leider fest, seit spätestens Anfang letzten Jahres, dass Russland diese Signale völlig missdeutet und seinerseits massiv an der russisch-ukrainischen Grenze aufrüstet und Truppen zusammenzieht. Das ist eine völlig veränderte Lage. Und ich finde es ziemlich zynisch, wenn wir den Menschen in der Ukraine sagen, ihr habt zwar unseren warmen Händedruck, aber wenn es ganz konkret darum geht, euch zu schützen, dann helfen wir euch nicht. Deswegen finde ich, dass Defensivwaffenanforderungen der Ukraine sorgfältig geprüft werden müssen. Es muss immer geprüft werden, sind das Waffen, die Russland als Bedrohung für Russland empfindet. Muss. Das würde ich ausschließen. Aber das, was rein defensiv ist, sollte man machen. Und Robert Habeck hat vor noch nicht einmal 8 Monaten in der Ukraine gesagt, den Wunsch nach Defensivwaffen, dem könnte man wohl schwerlich widersprechen. Und jetzt ist er Vizekanzler und für Rüstungsexporte zuständiger Bundesminister. Und er kann sich in der Regierung mit dieser Position offensichtlich nicht durchsetzen. Nein, weil die Linke bei den Grünen, aber auch bei der SPD das blockiert. Aber es wird sicherlich nicht entschieden werden durch deutsche Waffenlieferungen, Herr Schmid. Das ist ein ärgerlicher Faktor, weil die deutsche Außenpolitik damit so ein bisschen auch diskreditiert wird. Olaf Scholz reist jetzt im kommenden Monat erstmalig, ich glaube am 7. Februar, nach Amerika. Und die amerikanische Administration, sie hält ja noch voll zu Deutschland, zumindest offiziell, und sagt, wir sind da sehr zufrieden. Wenn es darauf ankommt, werden auch die Deutschen springen. Wie wichtig ist diese deutsch-amerikanische Achse für das Problem? Also für uns und auch für Kanzler Scholz ist diese transatlantische Freundschaft und Partnerschaft das Rückgrat europäischer und deutscher Sicherheit, auch natürlich unsere Mitarbeit und Mitwirkung in der NATO. Und wir haben gerade auch in den letzten Wochen bewiesen, dass wir unseren Verpflichtungen in der NATO voll nachkommen. Wir haben zugesagt, dass zusätzliche Flugzeuge die Ostflanke der NATO in Rumänien absichern. Und deshalb ist dieser Besuch, der Antrittsbesuch von Kanzler Scholz, ein ganz wichtiges Ereignis und unterstreicht nochmal, dass auch wenn im Normandie-Format es erstmal auf Deutschland und Frankreich ankommt, wir uns auf die Unterstützung der Amerikaner zur Deeskalation in der Ukraine verlassen können. Denn der beste Schutz für die Ukraine ist ein Erfolg dieser diplomatischen Bemühungen. Ja, und da will ich noch mal nachfragen, diplomatische Bemühungen, wie kann es denn jetzt weitergehen? Der Ball liegt bei Herrn Putin. Was vermuten Sie mit Ihrer Erfahrung? Wird er den Ball noch mal aufnehmen und tatsächlich versuchen, Waffen dort aus der Nähe seines Bereiches der NATO zu verbannen sozusagen, sich selber zurückziehen, das als Faustpfand und damit einen Erfolg einheimsen? Oder ist er wirklich schon so weit und sagt, die sind alle so schwach, wir marschieren mal da eben in den Donbass ein? Ich hoffe das nicht. Ich glaube, dass auch Putin kein Interesse daran haben kann an einer militärischen Lösung dieses Konflikts. Ich glaube auch, das wäre der Anfang vom Ende seiner Herrschaft, weil es enorm teuer ist, weil es auch ein enormes Risiko für Russland und die russischen Streitkräfte wäre und für die Isolation Russlands natürlich auch ein wichtiger Punkt. Russland hätte große Schwierigkeiten, wirtschaftlich und politisch sich von einer solchen völkerrechtswidrigen Aktion zu erholen. Also insofern glaube ich, dass er schon weiß, wie hoch der Preis ist.
Ich setze da bei diesem ganzen Prozess auf das Normandie-Format und bei der Kontrolle und Überwachung und Umsetzung, auch bei der Frage der Wahlen in den entsprechenden umstrittenen Gebieten, setze ich darauf, dass die OSZE wieder stärker eine Rolle nimmt, also die Organisation für Sicherheit in Europa, in denen ja die Amerikaner und die Kanadier, also Nordamerika, auch Mitglied sind und eine entscheidende Rolle spielen. Aber das hat ja Herr Lavrov eigentlich in Abrede gestellt. Der Außenminister hat gesagt, das Normandie-Format ist gut, der Kontakt zu den Amerikanern ist gut. An Europa und an der OSZE hat er kein Interesse. Er glaubt nicht, dass diese Verhandlungen zu etwas führen, weil so viele Stimmen dort miteinander dann sich erstmal koordinieren müssen. In der Tat, dieses Normandie-Format in 14 Tagen hier in Berlin ist vielleicht das Format, was den Krieg noch verhindern kann, zumindest für die nächsten 14 Tage. Oder sehen Sie das anders? Also es kommt erstmal auf das Normandie-Format an. Das ist richtig, weil wenn es um den Waffenstillstand geht beispielsweise, müssen wir im Normandie-Format konkrete Verabredungen treffen. Wenn es um humanitäre Lösungen für die Bevölkerung in den besetzten Gebieten und an der Grenze, der zur Kontaktlinie geht, dann kommt es auf das Normandie-Format an. Allerdings hat die OSZE eine wichtige unterstützende Rolle. Es ist die einzige internationale Organisation, die in dem Gebiet tätig ist, mit einer Beobachtungsmission. Leider wird sie immer wieder behindert, auch von den Separatisten. Und es wäre wichtig, dass sie diese Rolle voll ausüben kann. Ich wollte der OSZE das nicht absprechen, aber der Außenminister aus Russland tut das. Herr Lavrov, Er sagt, er erwartet sich da nichts. Das Gespräch mit den Amerikanern, was hier ansteht, und das Gespräch eben hier in Berlin, das könnte entscheiden, meine Damen und Herren. Und alle sind der Hoffnung, dass die Diplomatie noch nicht am Ende ist. Aber wir sind jetzt am Ende hier mit unserem Gespräch über diesen Punkt. Gleich debattieren die Parlamentarier im Parlament darüber. Vorher gibt es hier noch wichtige Wahlen. Ich gebe rein, Bärbel Baas hat bereits Platz genommen.